Genau. 2 PM. Ah, it's still raining. It's raining, man. Di-di-di-di. Okay. Yeah. It looks like new. It's fabric new. What a wonderful car. Start. Yes, yeah, thank you. Come over again if you like. I will play different games in the future, so maybe if you just follow and you will get an announcement when I'm streaming again. It's nice to have you here. Nein! Fuck! Oh, jetzt hat er mich... Ah, he just crashed me. Crashed me off. That was not nice. Aber die Joker-Runde hatten wir noch nicht. Hatten die anderen noch nicht. Dann haben wir jetzt ein bisschen aufgeholt. Oh, das war knapp. Beinahe hätten die uns noch überholt. Ja, man muss ein bisschen risky fahren, ne? Wenn die so dicht an einem dran kleben, so nah, da muss man tatsächlich relativ risky fahren. Und an die Grenzen gehen. Yeah. Schön um die Kurve gedriftet. Das fand ich persönlich gut. Das hat sich sehr gut angefühlt. Uah. Yippie. That's not good. But we had some buffer. Ah, wir hatten ein bisschen Puffer. So. Also zeitlichen Puffer. Wir konnten uns das erlauben. Einen Fehler konnten wir uns erlauben.
Whoa. I was flying. Okay, now. Jetzt haben wir die letzte Runde. Auf geht's. Keine Fehler. Die kleben uns nämlich an der Stoßstange. Yeah, geschafft. Wunderbar. Ich denke mal, es könnte sein, dass wir Erste sind. Da stand schon endgültige Position. Also Rennergebnisse. Da sind wir der Erste. Event-Zwischenstand. Da sind wir auch der Erste. Gut. Weiter. Event beendet. Und wir sind... Fünfter. Aber insgesamt auf dem zweiten Platz. Nee. Auf dem zweiten Platz, ja. Also 4, 5, 6. Wir sind in der Mitte natürlich. Oh, 74.000 hat es gegeben. Das ist schon mal nicht schlecht. Dafür kann man sich schon mal ein Auto kaufen. Motormapping ist auch durch. Yeah. Cool. Wir sind schon fast halb Credits-Millionäre. Wir haben fast 500.000 Credits. Das heißt, ja, jetzt kann man sich definitiv auch bald mal was kaufen. Guck mal, jetzt haben wir beide Rallyes gemacht. Einmal die Rallye-Karriere und die Rallye-Cross-Karriere. Ich würde sagen, man kann ja gucken, was es hier noch so gibt. Was ist das denn hier? Guck mal, NG Async Challenge Daily 3 ING ING. Man weiß es nicht. Weekly, Monthly. Tägliche KI-Herausforderung, wöchentliche, monatliche. Was ist da? Wagenklasse. Guck mal, da steht auch Wagenklasse mit bei. Guck mal, Gruppe B Heckantrieb, RX Supercars. Das kannst du nur mit bestimmten Autos machen. Monatliche Herausforderung, tägliche Challenge. Das ist schon cool. Ah, aber wenn ich hier oben jetzt die Klassen durchgehe oder die verschiedenen Arten an Sachen, was man so machen kann. Also Community Event, Special Event. Okay. Ich würde sagen, erstmal holen wir uns eine coole Karre. Oder? Na, was ist das hier für eine Daily? Du erfüllst nicht die nötigen Voraussetzungen. Wieso scrollt er denn? So. Mal auf diesen Inhalt zuzugreifen. Ich brauche einen Seat Ibiza RX. Achso, warte. Jetzt musst du. Musst du einige oder alle der oben genannten Artikel, was muss ich hier haben? Die muss ich kaufen. Die muss ich kaufen. Okay. Kann ich mir nicht einen Seat Ibiza hier in der Garage kaufen? Fahrzeuge kaufen. Mal gucken. Was haben wir hier? Leis Peugeot. DS Automobiles. Peugeot, Ford, Opel, Datsun, Audi, Ford, Opel, Opel, Peugeot, Mitsubishi, Subaru, Mitsubishi, Ford, Peugeot, Volkswagen. Also, man kommt da echt nur mit diesen Autos rein dann, ne? Chevrolet, Aston Martin, Ford, Volkswagen, Speedcar, Ford, Audi, Peugeot, Renault, Ford, Subaru. Ja, es gibt keinen Seat. Es gibt keinen Seat. Okay, das heißt, diese Daily können wir nicht machen. Aber bestimmt eine andere. Man kann bestimmt eine andere Daily machen. Ich guck mal. Huch. Nicht Fahrzeug kaufen, sondern Belohnung verfügbar. Die holen wir uns erstmal ab. Ja, yeah, 42.000. Das ist doch gut. Dann haben wir schon über 500.000.
Okay, also täglicher, die können wir nicht machen. Da brauchen wir den Seat Ibiza, beziehungsweise diese Supercars, ne? Sind das? Und jetzt Gruppe B Heckantrieb. Kann ich auch nicht. Lancia, BMW, Opel Manta 400. Die Inhalte muss ich kaufen. Huch, nein. Ich gehe in die Garage. Ich guck mal. Fahrzeug. Was war das? Opel Manta 400. Opel Ascona 400 gibt es hier nur. Opel Adam 3R2. Gibt es hier noch ein Opel? Opel, Opel, Opel. Es gibt aber nicht einen Seat, ne? Das finde ich echt fies. Gibt es leider nicht. Man kann sich hier die Dinger hier schon. Guck mal, 600 PS. Und so, das Ding kann ich mir leisten. So ein neu. Das kann ich mir kaufen. Guck mal hier, manuelles, sequentielle Sechsganggetriebe. Ansaugung der Turbo. Das ist ein RX Supercar. Subaru WRX STI Rallycross. Mit dem müssten wir doch an der Daily teilnehmen können. Ja, was war das RX Subaru? Daily blablabla Supercross. RX Super. Ne, gibt es nicht. Schade. Ich guck noch mal. Eine Weekly. Lyddon Hill. Ach, da brauche ich die Karte. Und hier. Da brauche ich das Kit. Das kann ich nicht. Also die Bonussachen kann ich alle nicht. Da steht Bonus, da muss ich nochmal das Bonuspaket dann kaufen. Das hier sind die normalen Sachen. Ich stehe hier noch am Anfang. So. Ich muss ein passendes Auto kaufen. Ein Datsun. Oder ein Datsun. Ein Opel oder ein Datsun. Wenn, dann würde ich mir eher ein Opel holen. Ah, es sind wieder so alte Karren, ne? Warte. Jetzt mal zurück. Das ist eine Daily. Was ist das? Allerdings Season Pass 4, alles klar. Was haben wir hier? Keine zulässigen Fahrzeuge. Geil, das sieht auch gut aus. Guck mal, Aston Martin Leistung. Können wir hier, da können wir diesen gebraucht vor allem, ne? Ich kaufe noch keinen gebrauchten. Weißt du, als würde ich mir hier so einen gebrauchten Aston Martin V8 Vantage GT4 in gebraucht. Hallo? Den kauft man sich neu. Vor allem ist der Unterschied nur 30.000 zum neuen. Da kaufe ich mir doch den neuen, selbstverständlich. Das ist keine Frage. Genauso wie hier, ne? Der Ford Mustang, den kauft man nicht gebraucht. Den kauft man von der Stange. Das ist absolut klar. Absolut. Hat zwar null Unterschied. Aber ich würde den neu kaufen. Das ist absolut. Ist klar. Ist klar. Aber wenn ich das Ding neu kaufe, haben wir noch 100.000 für Upgrades. Was kosten die Upgrades da eigentlich? Ich weiß es nicht. Wen soll ich holen? Ne? Ich hole mal den mit den 460 PS. Mit den meisten PS. Hier, der hat 500 PS. Aber der hier hat den größeren Motor. Der hat 6.200 Kubik. Und der hier nur 5.200. Hat zwar mehr PS, aber weniger Hubraum. Also nehme ich mal den hier mit mehr Hubraum. Hat zwar weniger PS, aber insgesamt zieht er, glaube ich, besser. Die macht alle Selbstansaugung. Ja. So. Yeah, den haben wir. Bam. So. Ich gucke mir das Auto vorher einmal an. Ich gehe mal in die Garage. Cool, ey, wir haben Chevrolet Camaro GT4R. Ein geiles Teil. Oh, Fahrzeugoptionen. Verkaufen vor allem. Kann jetzt keine Upgrades kaufen dafür oder so. Lackierung. Boah, cool. Es sind schon coole dabei. Wir nehmen die mal in Schwarz. Oder war da noch was anderes Cooles? Ne, wir bleiben mal bei Schwarz. So.
Events. Events. Hier sind die Upgrades, okay. 100.000, 20.000, 20.000, 40.000. Ja, ist ja nix. Ist ja nix. Guck mal, 140.000. Da können wir die ersten hier holen. Zack. 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 Fertig. Schon steht das Ding. Event starten, abräumen.